Der grundhafte Ausbau der Lockwitzer Straße zwischen Schongauer Straße und Donauer Straße. Und da habe ich lediglich eine Wortmeldung sicher und eine bei Bedarf. Wir haben ein Ausschussvotum, was 16:00 sagt. Vielleicht können wir es dabei bewenden lassen. Herr Hassler, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste und Zuhörer. Zuerst versuche ich mal, uns etwas runterzuholen, ganz symbolisch. Aus den Höhen des Nordens ins Tal, und das meine ich wörtlich, ins Lockwitztal. Denn das ist die Vorlage, zu der ich kurz sprechen möchte. Eigentlich wollte ich meinen Beitrag beginnen mit dem Spruch, was lange währt, wird gut. Punkt, 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 könnte man meinen. Mit dem Bau der A17, das liegt ja nun schon etliche Jahre zurück, wurde auch über Umgehungsstraßen, Autobahnzubringer gesprochen. Und die Lockwitztalstraße ist zum Teil saniert, aber in der Mitte nicht, weil für die, die woanders wohnen in Dresden, das nicht so bekannt ist. Die Umgehungsstraße sollte vom Kaufpark über das Feld entlang der Kleingartenanlage in Lockwitz, dem jetzigen Heidelbergfeld, die Lockwitztalstraße queren und in Heidenau am Real einmünden. Das ist ein paar Jahre her, deshalb sage ich es. Und aus diesem Grund wurde die Lockwitztalstraße nicht fertig gebaut. Genau der Abschnitt fehlt. Und über den Abschnitt reden wir jetzt. Und um es vorwegzunehmen, die CDU-Fraktion wird dem auch zustimmen. Soweit so gut. Aber, und jetzt komme ich zum Aber. Das ausgerechnet, ich habe mal überlegt, wie ich es formuliere, der Radwegbau, Punkt, 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 Bürgermeister Kühn, eine Straße sanieren lässt, ohne Radweg. Das stimmt mich schon ein bisschen nachdenklich. Und deshalb möchte ich hier einen Prüfauftrag einbringen, denn mir fällt keine Straße ein, wo nicht nach einer Möglichkeit gesucht wurde, einen Weg für Radfahrer mit unterzubringen. Da reden wir jetzt gar nicht von der Reiger Straße, dort ist es ein bisschen breit, aber wir reden von der Lockwitztalstraße. So, und nachdem, ich bin Lockwitzer und fahre ständig in meinen Kleingarten nach Lockwitz, deshalb kenne ich mich auch sehr gut aus. Und Mario Schmidt, mein Kollege und meine Person, wir sind mehrfach von Lockwitzern angesprochen worden, die gesagt haben, das kann nicht sein. Also, kann man nicht prüfen, dass vielleicht doch ein Radweg angebracht werden kann? Und ich lese jetzt mal unseren Prüfauftrag vor. Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, inwieweit eine Freigabe des Gehweges auf der Lockwitztalstraße für Radfahrer mit dem Zusatzzeichen fahrradfrei möglich wäre. Und diesen Prüfauftrag bitte ich zuzustimmen. Ich habe den vorbereiten lassen. Den bringe ich hiermit ein. Vielen Dank. So, eine weitere Wortmeldung jetzt. Das ist aus einem Punkt, der fast ohne Debatte war, dann doch noch recht reichhaltig. Herr Engel erst und dann Frau Krause. Ist ja jetzt ein bisschen merkwürdig, dass wir hier Ausschussarbeit jetzt machen an dieser Stelle. Aber da würde mich jetzt wirklich auch nochmal die Stellungnahme der Verwaltung auch interessieren, weil ich habe in der Planung ehrlicherweise die Fußwege als nicht allzu breit in Erinnerung.
Wir haben teilweise den Baumbestand rechts, links, den wir auch erhalten wollen. Ich sage mal so, die Anregung als solche, die wurde auch an uns herangetragen, aber ehrlicherweise mit Blick auf den Straßenraum, den wir zur Verfügung stehen haben, erschien uns das eher immer etwas schwierig, das da in diesem Raum unterzubringen, ohne jetzt groß in den Grunderwerb oder eben in entsprechende Grundstücke auch einzugehen, weil am Ende wollen wir ja hier auch tatsächlich ins Bauen kommen und nicht diese Straße noch viel länger aufschieben. Also wir haben auch als Fraktion auch schon mal Anfragen dazu gestellt und es zieht sich ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Dementsprechend sollten wir, glaube ich, schon auch schauen, dass wir jetzt hier nichts beschließen, was gegebenenfalls den Bauablauf dann noch weiter rauszögert. Dementsprechend würde ich mich schon freuen, wenn das hier eine Zustimmung findet und wenn die Verwaltung das dann einfach noch mal aus ihrer Sicht kurz erläutern könnte. Danke. So, Frau Krause als Nächstes und dann Herr Wirz. Ja, meine Wortmeldung wäre ähnlich gewesen wie die von Herrn Engel. Vielleicht kann auch zusätzlich zu einer Gehwegfreigabe, die ich nicht so priorisieren würde, geprüft werden, ob auch Schutzstreifen im Straßenraum möglich wären. Ja, ich finde es auch jetzt etwas Besonderes, dass wir hier anfangen, Straßenplanung im Stadtrat zu treiben, Herr Hasler. Kombinierter Fuß- und Radweg verlagert im Prinzip das Aufpassen des Kfz-Verkehrs auf den Radverkehr, dann auf das Aufpassen des Radverkehrs auf den Fußgänger. Also was Sie hier machen, ist eigentlich ein vergiftetes Geschenk, dass Sie die Straße hübsch frei wollen, bekommen wollen vom Radfahrer und dann sozusagen die Konflikte auf dem Fußweg verlagern. Wir wissen, dort sind Bäume gewesen, auch ganz gut, dass die Straße schlank geplant worden ist. Sie ist jetzt verkehrlich nicht so sehr belastet. Insofern gab es da auch keinen Zwang, das jetzt zu verkomplizieren und im Prinzip jedem Verkehrsteilnehmer sein eigenes System zu geben. Insofern lassen Sie es so durchgehen, da geht es schnell. Eine Umplanung halte ich jetzt für sehr schwierig und hätte die Bitte, dass es so abgestimmt wird, wie es jetzt ist. Dort haben wir nicht so diese Verkehrsdichte, dass wir dort unbedingt einen Radweg erzwingen müssen. Ich halte es auch als Radfahrer für sinnvoll, dort im Prinzip darauf zu verzichten. Vor allen Dingen diese kombinierten Radfußwege sind immer wieder ein Ärgernis, vor allen Dingen auch bei Querstraßen. Bordstein hoch, Bordstein runter, die Konflikte dann, die entstehen. Ich muss auf dem Radverkehr auf der Straße aufpassen, weil er darf ja trotzdem auf der Straße fahren, wenn er das will. Und dann natürlich noch den Radfahrer, der über den Bordstein geschossen kommt. Also die Konflikte werden größer, sie werden nicht kleiner. So, da erstmal die Rednerliste abgearbeitet ist, würde ich jetzt Herrn Kühn bitten für die Verwaltung. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte, wir wollen dieses Jahr bauen. Vielleicht das nur mal so zur zeitlichen Einordnung. Das heißt, umplanen geht sowieso nicht, wenn wir dieses Jahr bauen wollen. Ich kann Ihnen nicht empfehlen, also natürlich können wir Dinge prüfen, ich kann Ihnen aber sagen, wie die Prüfung ausgehen wird. Die Lockwitztalstraße hat ja eine gewisse Länge, ist schon genannt worden. Und hat Abschnitte, die schon saniert sind oder die in wesentlich besseren Zustand sind, als über den wir hier reden. Und dort ist der Straßenquerschnitt so, dass keine Radverkehrsanlagen eingeordnet werden. In der Regel sozusagen 6,50 Meter, 7 Meter Fahrbahnbreite. Das heißt, in dem Abschnitt, den man jetzt saniert, würde sozusagen de facto vorgegaukelt, wir hätten dort eine separate Radverkehrsanlage, die aber keinen Anfang und kein Ende hat, weil sie sozusagen von der Fahrbahnbreite ja überhaupt nicht über die gesamte Länge der Lockwitztalstraße gezogen werden kann. Es gibt Regelwerke, die sagen, ab wann sind Radverkehrsanlagen erforderlich. Das hat sozusagen mit der Verkehrsstärke zu tun, mit dem Schwerlastanteil. Das haben wir im Ausschuss auch dargestellt. Die Straße hat offenkundig einen schlechten Zustand, fährt eine wichtige Buslinie drüber. Aber die Verkehrsbelegung ist beispielsweise, weil es genannt wurde, zur Reikerstraße, zu anderen Straßen, wo wir Radverkehrsanlagen einordnen, wesentlich weniger Kfz-Verkehr, die es aufweist. Also von den Regelwerken her sind keine separaten Radverkehrsanlagen erforderlich. Und schon genannt wurden, der Straßenabschnitt hat sehr viele Grundstücks-Ein- und Ausfahrten. Und der Radfahrende wird auf der Fahrbahn sicherer geführt, als wenn er sozusagen ständig bei Ein- und Ausfahrten zu den Grundstücken Angst haben muss, sozusagen, dass ihn jemand übersieht. Also es gibt für die Sicherheit von Radfahren keinen Mehrwert, wenn er auf dem Gehweg gefahren wird, zumal man auch sagen muss, die Geschwindigkeiten, die heute mit Elektrofahrrädern gefahren werden können, die sind auch nicht mehr gehwegtauglich.
Insofern muss man einfach sagen, gehört der Radfahrer hier auf der Straße auf die Fahrbahn und für separate Radverkehrsanlagen ist in dem Abschnitt eben kein Platz. So, dann kämen wir zur Abstimmung. Wir haben einen Ergänzungsantrag von der CDU, ich würde ihn nochmal verlesen, weil Sie ihn nie vorliegen haben, einen Punkt 5 zu ergänzen. Der OB wird beauftragt zu prüfen, inwieweit eine Freigabe des Gehweges auf der Lockwitztalstraße für Radfahrer mit dem Zusatzzeichen fahrradfrei möglich wäre. Wer dieser Ergänzung folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 46 Nein, eine Enthaltung, damit abgelehnt. Und wir kommen damit zum federführenden einstimmigen Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt, nämlich Toilettenkonzept.